Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ein Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Noch eins. Von denen kommen noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Der Wind wird auch stärker. Ab ins Haus, schaut, dass nichts kaputt ist. Dad, was passiert hier? Odin! Es ist Odin! Ins Haus, Jungs! Los! Erfolgreich. Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug.
Verstanden, Shuttle. Starte, Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Gut gesteuert. Becker, hilf mir beim Entladen. Alleine! Odin-Kontrolle, wiederholen. Schlussmann, wiederholen! Warnen-Shuttle! Der Feind ist in die Odin-Kontrolle eingedrungen! Wir müssen uns beeilen! Kommt böse an Odin-Kontrolle! Werden beschossen! Odin-Kontrolle! Odin geht auf Feuermodus! Dies ist keine Simulation! Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen! Odin-Kontrolle! Es sind Föderationstruppen im hinteren Crew-Modul! Baker, Achtung! Da sind noch mehr! Odin-Ladung 1 lädt. Ziel: Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Odin-Zielerfassung ist aktiv. Geschätzte Verluste. Oh nein! Odin feuert! Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin-Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Bosley. Verdammt, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. 10 Sekunden. Alle in einen sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Station mir nach. Detoniert in 3, 2, 1. Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Back- oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Sheep!
Truck! Wir müssen ihn suchen! Darüber! Schnell! Lauf weiter! Wir überstehen das hier! Durch das Haus! Wir müssen springen! Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist doch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh! Logan! Verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Oh Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen, los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ, wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger, wir sichern den Ausgang. 2-1 Ende. Die rechte Tür.
Riley hatte wohl Hunger. Friss hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. 6-1, Lagebericht. Nur ein paar Tiere. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Wir kommen zu euch. Treffpunkt an der Mauer. Wir sind unterwegs. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Yo. Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Thank you.
Admiral Davis, los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von hinten. Komm schon, wir müssen weiter. Ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Dad, Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben Sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Sicher. Das ist die dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Das könnte wirken. Bereit halten. Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder.
Verstanden. Sicher. Hey, sieh dir das an. Ganz vorsichtig jetzt. Scheiße. Oh. Alles okay. Neun Jahre. Klingt nach Ärger. Logan, mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Zieh dich ein wenig. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Alles sicher. Gut gemacht, Riley. Bewegung. Drin sind noch welche. Formieren. Riley, so. Sicher. Mir nach. Das ist der richtige Ort. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Ziel auf. Was soll das heißen? Was denn für Trümmer? Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie abfangen können. Roger. Bewegung.
Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Sachte. Sie sollen passieren. Siehst du ihn? Zoome ran. Mal sehen, was hier los ist. Gut. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Was ist los? Man könnte meinen, du hast einen Geist gesehen. Von mir hörst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Bringt alles zur Feuerbasis, Charlie! Und ihn auch! Operation Heimkehr fährt wie geplant fort! Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley daraus. Wir treffen uns am Ausgang. Leite Riley zum südlichen Sammelpunkt. Riley, nicht so schnell! Was ist mit dem Hund los?
Riley, bei Fuß! Wow, etwas langsam. Irgendwas stimmt nicht. Was ist los? Scheiße. Ziel gefunden. Captain Merrick? Walker, ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Ja. Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu Ihnen gehören. Fernsteuer-Scharfschützengewehr online. Scan die Umgebung. Wir müssen Ajax finden. Sehen wir uns das Stadion genauer an.
feindliche Patrouillen. Weitersuchen. Er ist nicht auf dem Feld. Such bei der Pressetribüne. Mehr Patrouillen, aber keine Spur von ihm. Das Feld ist frei. Das ist nur eine Patrouille. Er ist nicht auf der linken Seite. Etwas ist auf der zweiten Ebene über dem Schlagmal. Da, 12 Uhr, vergrößern. Wir haben ihn gefunden, direkt vor uns. Genau da, vergrößern. Er ist es. Das ist unser Junge. Sie verlegen ihn. Wir müssen los. Gehen wir da rein. Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Der Konvoi nähert sich. Schnappt ihr den Granatwerfer. Präzise zielen. Wir müssen die Sprengsätze später auslösen. Da kommen sie. Markier die Trucks. Treffer. Treffer bestätigt. Das hat gesessen. Konvoi ist weg. Weiter. Sie rücken ab. Das war's faul. Okay, dann mal los. Bewegung. Kannst du was lernen? Sie verlegen Ajax. Unser Fenster schließt sich schnell. Wir greifen beim Schlagmal an. Dabei geht's dann vor. Jack sollte hier oben sein. Finger am Abzug. Hier.
Hier genau sollten Sie Ajax festhalten. Schau durchs Scharfschützengewehr. Verwend das Scharfschützengewehr. Du schießt, wir stürmen rein. Los jetzt! Erledige die Raketenwerfer mit dem Scharfschützengewehr! Patrouillen. Circa ein Dutzend. Dafür haben wir keine Zeit. Gasmasken auf. Tränengas unter dem Tor durchwerfen. Das war eine Rauchbombe! Keegan, Logan, such deinen anderen Eingang. Wir warten auf dein Zeichen. Du und ich, Logan. Logan, geh zu dieser Tür. Wir horchen sie aus. Vorstoß Ajax! Wie geht's?
Mistkerl. Halte durch, Ajax, halte durch! Rock! Es war Rock. Er zielt auf. Seht, Timo. Komm, halt durch, Ajax! Er ist tot. Verdammt! Merrick, zieh dir das an. Mach den Reise fertig. Eine Tötungsliste. Rook will die Ghosts. Wer zum Teufel ist Rock? Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Keegan, nimm ihn! Wir verschwinden jetzt! Gut gemacht, aber ihr müsst zurück nach L.A. Sofort. Logan, erledigen Sie mit dem Scharfschützengewehr! Diese Helis sind unser Weg hier raus. Wir nehmen die an der anderen Seite des Felds. LFG ist ausschalten! Alles sicher! Los, los, los! Wir wollen Deckung! Wir brauchen Deckungsfeuer! Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rock ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Bis ihr euch erreicht.
Besatzung. Verstanden! Stellen Sie mich durch! Sind von allen Seiten umzingelt! Wann kommt ihr? Sind durch die Gräben unterwegs! Wartet noch, wir sind fast da! Feindliches Hovercraft nähert sich unserer Position. Die Frontlinie müssen verschieben. Verstanden. Sie wurden informiert. Der Panzer kommt aus dem Hovercraft. Was ist das? Durch die Panzerung. Die A10-Drohnen sollen den Panzer eliminieren. Wer? Ist die ganze Zeit einer von Ihnen?
Junior. Das ist dein Vorgesetzter. Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock? Das ist der Typ, der die Ghosts hat. Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Es begann vor 12 Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Für uns war Rock eine Legende. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wie Rock wurde gefürchtet. Bestätigt!
Sprechen, Sir? Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Das wird nicht wieder gehalten! Es ist heiß da draußen. Gut, finden wir dieses Arschloch. Mindestens drei Feinde, 10 Meter. Wachsam bleiben. Mach dir eins. Das hilft sicher. Sekunde. Noch zwei voraus. Du gehst da runter, ich nehme die Flanke. Die erledigen sie auf dein Zeichen. Schnapp dir eine von den Waffen. Überleben ist das Wichtigste. Gehen wir nach oben. In alten Zeiten, was, Elias? Die Stadt zerfällt! Wir haben keine Zeit mehr! Wir können wohl nur hier entlang! Das fällt nicht mehr ab! Marco.
alles okay? Das ist so schwer. Elias, du musst. Scheiße, Rob! Lass die Mauer fliehen! Das ganze Ding kippt weg! Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir abgezogen und er als vermisst gemeldet. Aber wieso jagt der Ghost? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Thank you.
Detective. Lade den Virus hoch. Ziele nähern sich schneller. Versteck dich. Versteck dich in dem Spalt. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? No sé cuándo toca divertirse. Y confía en mí, con ese inyectón en marcha. Lávate, Silencer. Es más. ¿Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz? Große Gruppe, wir müssen sie überraschen. Den Fernseher. ¡Beba! La cerveza se va a calentar. ¿Qué coño está pasando? Stoff uns Gruppe aus. Ja.
bin fast im Kontrollraum. Hilf du, Hash. Ich klinke die Seile ein. Schalt den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Ausgeschaltet. Gib mir deine Ladung, ich sichere den Ausgang. An den Seilen einklinken, ich bin hinter dir. Da kommen sie! Los, schneller! Nicht hier. Hash. Ich hab ihn. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast 5 Sekunden, um uns Rocks Position zu verraten. Er ist nicht hier. 3.
Zwei. Seine Position ist da drin, in einer verschlüsselten Datei. So, so, so. Wenn das mal nicht der lebende Tote ist. Rock. Ich wusste, er wird den Brot krumm fallen. Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten! Hash! Die Söhne von Elias Walker. Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin. Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor 10 Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an lebt Elias mit dem Wissen, seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Raus hier! Scarecrow, die Mission ist gefährdet. Versuche die Evakuierung aus der Luft über den 52. Stock. Verstanden, Scarecrow. Ramos Laptop ist schwer beschädigt, aber Norad konnte was finden. Rock? Er ist alle 12 Stunden in Bewegung. Aber für die nächsten 12 kennen wir seine Position. Ein schwimmender Industriekomplex im Golf, besetzt von der Föderation. Sie nennen ihn den Freihafen. Es war Norads Fund und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spectre aus. Wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Pirate 5-0, hier ist Outlaw 1-1. Sind in 2 Minuten da. Verstanden, 1-1. Nicht vergessen, es geht hier um wichtige Informationen. Das Infiltrationsteam schützen, bis wir unsere Jungs absetzen können. Bestätigt, 5-0. Laser aktiv. Sensoren zielen nach 077. Brauchen wir Angriffserlaubnis? Ich prüfe das gerade. Bitte warten. 10 Sekunden. Wir müssen auf diese Typen feuern können. Alles klar. Angriff freigegeben. 5-0. Wollen Sie 30 mm oder Raketen? Alles, was Sie haben. Verstanden. 1-0 setzt 30er ein. Gut, Jungs. Suchen wir uns etwas breit. Heilige Scheiße. Das sind viele Ziele. Viele Maschinengewehre da unten. Feindbeschuss vom Gebäude mit den Schornsteinen. Wiederhole, das Gebäude mit den Schornsteinen. Verstanden. Bestätige Schornsteine. 1-1. Zeichnen Sie das alles auf oder greifen Sie Ziele an? 1-1 greift wieder an. Noch mehr Ziele auf den Deckung. 1-1. Wir haben Feindbeschuss vom Gebäude im Westen, zwischen den Straßen. 1-0 greift das Gebäude an. Greifen das Gebäude an. Feindliche Flieger bei den Schornsteinen. Wir haben feindliche Flieger in der Nähe der Schornsteine. Ich sehe sie. Ich setze Angriff fort. 1-1, 1-0. Ich drehe kurz ab und mache ein wenig Platz. 1-0 hat keine 30er mehr. Ich mache mich für Raketenabschuss bereit. Verstanden, 1-0. Da ist noch immer feindliche Luftabwehr hinter den Schornsteinen. Körper raus! Täuschkörper!
und auf Rückstreuung achten. Rakete unterwegs. Guter Angriff. Rakete gefeuert. Rakete. Scheiße, wir haben uns erkannt. Da kommt eine Rakete. Raketenbeschuss. Täuschkörper. Täuschkörper. Guter Treffer, guter Treffer. Rakete, auf 10 Uhr. Erwischt. Täuschkörper geworfen. Scan nach Westen, da sind noch drei Flieger. Täuschkörper raus. Flieger greifen uns weiterhin an. Ausschalten. Täuschkörper. Autor 2-1, der Weg ist frei. Wir geben Ihnen Deckung. Verstanden, 5-0. Sind unterwegs. Rakete unterwegs. Da beziehen mehrere feindliche Ziele Stellung unter uns. Genau unter uns. Verstanden, Angriff auf diese aktiven Ziele konzentrieren. Mehrere Ziele in der Umgebung angegriffen. Haben einige erwischt, aber ein paar sind aktiv. Achtung, Rakete, festhalten! Okay, verstanden. Drehe wieder um. Setze Rakete ein. Scheiße! Die Nordseite des Gebäudes angreifen. Die Nordseite. Rakete, 3 Uhr. Rakete unterwegs. Guter Treffer, guter Treffer. Erwischt. Danke für die Hilfe, 1-1. Ghost Team ist abgesetzt. Wiederhole, Ghost Team ist am Boden und in Bewegung. Outlaw 2-1 wechselt in Halteposition. Verstanden. Scanne weiter nach Zielen.
außerhalb ihres Gebäudes. Greifen an, Gefahrenzone. Wiederhole, Gefahrenzone. Guter Angriff. Wie man richtig auftritt. Schnauze! Pirate, hier ist Ghost 6-3. Wir hier sind. Gehen zum Evakuierungspunkt. Scarecrow, hier ist 6-1. Wir haben ihn. Verstanden. Outlaw bringt euch zum Treffpunkt. Wir müssen in 30 Minuten weg sein. Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben. Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert. Sie sperrten Rock monatelang in ein Loch und ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften. So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinem Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präzise. Rourke war nun ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Das reicht. Was haben sie mit dir gemacht? Dasselbe wie du auch. Mich freigelassen. Du hast es mir vor langer Zeit beigebracht. Ghosts brechen nicht. Nun, ich frage dich jetzt noch ein einziges Jeder Mal. Jeder bricht, Elias. Frag doch mal deinen Freund Ajax. Er ist ja nicht mehr unter uns. Nimm seinen Stuhl! Nimm seinen Stuhl! Bring den Bastard her! So endet es also, Elias? Du wirfst mich aus diesem Flugzeug? Du wirst mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was? Willst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Antworte mir, Rock. Denkst du wirklich, du kannst mich brechen, Elias? Na los doch! Komm schon, hier bin ich! Logan, bring ihn zu mir. Du bist besiegt! Niemand hat mich besiegt, Elias! Du hast mir meinen Job gerade immens erleichtert!
Träumen verfangen, bevor wir gelandet sind. Scheiße, Bruder. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Wir kommen zu dir. Logan, wenn du mich hörst, versuch die Absturzstelle zu finden. Wir sind auf dem Hügel. Unten und leise bleiben. Dann findest du uns. Du kannst es schaffen, Junge. Was zur Hölle war das? Ein Erdbeben, vielleicht. Aber ich lag schon mal falsch. Hier sind immer noch Patrouillen unterwegs. Eine Gruppe nähert sich deiner Position. Verstanden. Pass auf dich auf. Unos mercenarios en la zona 3. ¿Qué coño había en ese avión? Los informes se contradicen. Nadie se va de aquí hasta que encontremos a los tipos. Logan, tu es.
Kann es jetzt weitergehen? Marco holte 2 Kilometer von hier ab. Was zur Hölle ist das? So oder so geben wir kein leichtes Ziel ab. Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es sicher nach Hause. Los jetzt! Kriegen wir den Turm vor. Ich höre es. Die Schlucht macht es ihnen nicht leicht. Sonst wäre es nur noch Vorteil. Sieht frei aus. Okay, bleib hier rechts. Unten bleiben. Nur angreifen, wenn er taucht. Scheiße, Feuer! Okay, Weg frei! Wir sind fast beim Fluss. Cash, gib's weiter. Marco, hier Ghost 6-3. Wir sind beim Fluss und... Scheiße. Heilige Scheiße. Ist das nuklear? Es ist eine Rakete in der Luft. Kommt ihr Jungs jetzt endlich? Hubschrauber im Anzug. Runter, schnell. Nicht bewegen. Thank you.
Barrett konnte bestätigen. Die in Yucatan gestartete Rakete hat die USA nicht getroffen. Aber was denn dann? Ganz genau das sollt ihr Jungs herausfinden. Der Präsident hat Operation Uhrwerk autorisiert. Ein Angriff auf eine Föderationsanlage in den Anden könnte die Antwort geben. Ihr werdet die Anlage infiltrieren und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Was ist mit unserem alten Freund Rock? Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität. Zeit. 22:35. Abrücken. Kick, wir haben feindliche Uniformen und sind unterwegs zum Sicherheitskontrollpunkt. Wir erreichen den Kontrollpunkt und gehen in Position für die Patrouille. Kontrollpunkt voraus. 10 Minuten, um ein Transportmittel zu finden und in Blackbird zu sein, bevor wir den Strom abschalten. Verstanden. Da ist es. Nicht schießen. Ich zähle 8 am Kontrollpunkt. Mit der Wache auf dem Turm sind es 9. Schalte den zuerst aus. Turm, rechte Seite. Er ist erledigt. Da sind 3 im Kommandoturm, links. Schalten wir sie gemeinsam aus. Keegan rechts, ich links. Logan, du die Mitte. 3 weniger. Den Rest ausschalten. Jeder nimmt ein Ziel. Los. Weiter jetzt. Logan, linke Seite, Keegan decken und schaff die Leiche weg. Die sieht man von hier. Hash, hinter mich und Deckung geben. Kick, Redbird ist sicher. Wo ist die Patrouille? Hat den äußeren Bereich passiert, unterwegs für euch. Genau nach Plan. Kommt. Showtime. Hoffentlich klappt das mit den Uniformen. Lass den BTR durch. All okay, informal? Doch, du hast den Fahrer. Nada. Va a ser autorizado. Aquí no está Luis. Voy aquí. Raus mit denen und dann rein. Uns bleiben 30. Tasche. Alle rein, los jetzt! Wenn ihr drin seid, nach dem Blackout möglichst wenig feuert. Hash muss bereit sein, sich beim Wachdienst ins System einzuklinken. Verstanden. Scarecrow, sind beim Clubhaus. Haben Fahrzeug gesichert, können zu Blackbird vorrücken. Verstanden. Blackbird ist ruhig. Bereit machen für Einstieg und Bergung der Daten. Verstanden. Betreten Blackbird. Thank you.
lokalisieren. Ziel auf 11. Sprung die Wand an. Ich hab's. Sobald der Strom angeht, hören und sehen wir mit. Starte statisches Testmuster. Und Signal bestätigt. Klar. Aktivität voraus. Arbeiten. Sicher. Kick, sind in Zone grün. Victor jetzt vorbereiten. Bestätige 30 Sekunden, bis der Strom wieder da ist. Hydraulikdichtung muss weg. Wir bohren. Er hat Sicherheitsmechanismen. So ist gut. Gut, die erste ist erledigt. Platziere Ladung. Weiter zu Nummer 2. 20 Sekunden. Da ist es. Hydraulikdichtungen sind weg. Sprengsatz scharf. Termin zünden. Zurück, zurück! Sprengen! Die Vordertür ist auf. Zeit zum Nest, 4 Minuten. Feuer frei! Die Überwachung steht, ich blinke euch ein. Boss, da sind jede Menge in deiner Richtung. Capitán González. Ya venía así aquí. ¡Es que no! Leg die Taschen auf dem Tisch hier ab.
Flash, fang bei der Computeranlage an. Ich brauche 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch Deckung. Schnappt ihr Minen aus den Taschen. Sie verfolgen uns über die große Rampe. Du hast 30 Sekunden, die Verteidigung vorzubereiten. Pesch, hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da. Technik, Design, Einbau. Uhrenvergleich 23:56. Passt. Wir gehen auf dem gleichen Weg wieder raus. Waffen runter, aber schussbereit. Machen wir uns bereit. Bein, hilf ihm. Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg rauskämpfen willst. Wollen wir mal. No dispare. Estamos heridos. Tenemos 6 o 7 arcalados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. Vamos, vamos a mover. Sí, señor. Die treiben jetzt ihre Jungs zusammen. Das sehen wir auch.
Ich schlage vor, ihr sputet euch ein wenig mehr. Wem ist das Segurai e Peremito? Venga aquí, amigo. Habe kein Bild mehr. Für die Waffe. O desviaron a un transpondedor externo. Quiero que lo desarmen pieza por pieza. Enseguida la atiende un médico. Macht schneller. Vengan al garaje y ayuden a saturar la zona. Schnell einsteigen. Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten. Merrick, diese Daten, sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen für Städte. Überall in den USA. Toledo, Lexington, Chicago. King, wir verlassen gerade die Basis. Na, viel Glück. Haltet durch. Evakuierung in 2 Minuten. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halte an, aber sei bereit. Alto! No se muevan de donde están. El mando nos asignó al perímetro. Estamos verificando identificaciones e insignias. No tenemos tiempo para esto. Hey, paren el motor. Quítense las máscaras. Quítense las Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drake-Straße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle? Ja, die Hütte ist voll. Wir sehen uns um. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt! Sprengsätze platziert und alle wieder da.
Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Ausschalten. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Okay, Zündung. Wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Los. Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Ein Sprengsatz an die Tür. Runter!
Tür ist hin! Blendgranate! Werde beschossen! Zu den Druckregulatoren. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Was soll das werden? Schnauze! Schalt ab, Kleiner! Nein, nicht! Ihr jagt die Hochfackel in die Luft! Stopp! Scheiße, was soll das? Ihr werdet euch gleich in die Luft legen! Kegel, die Hochfackel ist aus! Vom Bootturm weg. Da oben wird es gleich unangenehm. Verstanden, wir sind sicher. Also gut, dann nach oben. Ruhig bleiben. Erst auf meinen Befehl feuern. Warte noch. Thank you.
Leiche da vom Schaltpult. Erledigen wir unseren Job. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Okay, also los. Halt uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Die erste Pumpe hätten wir. Weiter so. Fast geschafft. Die letzte. Hau rein. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Sauerstoffniveau sieht gut aus. Scarecrow, startet die Uhr. Hier lang. Die Absturzstelle ist 5 Kilometer entfernt. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Sekunde. Bootpatrouille. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Weiter geht's, aber schön unten bleiben. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer 2 oder 3 Treffer. Feuervorgabe. Gut gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Wir brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Langsam. Bleib unten. Bleib unten. U-Boot. Kein gutes Zeichen. Halt. Das war knapp. Hier lang. Scheiße, sie sind überall. Scarecrow.
Wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie werden Teile des Schiffswracks. Den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle 4. Wir schalten sie auf dein Zeichen aus. Sie scheint zu haben, was Sie wollen. So eine gute Position zum Flankieren. Feuerfreigabe. Holen wir dich da raus!
okay. Was zum... Weg! Und auf Abstand bleiben. Versuche ihre Bewegung vorauszuahnen. Beeilung, sie kommt sofort. Los jetzt. Nähern uns Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 6-2. Schön von euch zu hören. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar. Haben grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 6-2 Ende. Und bei allem hing Rock über mir wie eine schwarze Wolke.
Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier? Vor uns? Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei, herauszufinden, was es war. Sicherheitsausweis. Hab einen. Zu dem Tor. Öffnen. Zwei voraus. Ausschalten. Folgen. Augen offen halten. Kick, was machen die Kameras? Merrick, in der nächsten Zone sind viele Ziele. Kein großer Vorteil. Dann schaffen wir uns einen Vorteil. Alles sichern. Los. Schieß, jetzt. Logan und ich sind oben. Und leise. Kick, haben die südliche Tür erreicht. Ziemlich groß. Was immer da drin ist, die wollen, dass es sicher ist. Keine Kameras in der schwarzen Zone. Ihr seid auf euch gestellt. Beginne Überbrückung. Geh rein. Mehrere Ziele. Angriff! Immer weiter! Mehr Feinde! Rauf! Rauf! 10 Uhr! Verstanden, Kick. Scarecrow sind in der schwarzen Zone. Wir sehen sowas wie Raketenbauteile. Verstanden. Weitersuchen. Eine Luftschleuse. Das muss es sein. Kick! Roger. Bingo. Scheiße. Sieht aus wie irgendein Satellit. Mit einem verdammten Waffenpaket.
Scarecrow, wir haben es. Sieht aus wie Satellitenwaffen. Verstanden. Übermittlung zur Erkennung. Logan, Bild übertragen. Hash, du auch. Keegan, Haupthitzeschild öffnen. Bild übertragen gut. Empfang stabil. Verstanden, Scarecrow. Übertragung starten. Zeig uns die Haupteinheit. Nach links. Etwas nach oben. Bring ein... Ja, genau. Das ist es. Ein kinetisches Stabsystem. Wie die, die San Diego zerstört haben? Ja, aber diese sind kleiner. Und es sind viel mehr. Basierend auf unserer Odin-Technik. Wir müssen wissen, wie viele sie gebaut haben. Gut gemacht, Jungs. Das war ein großer Fang. Artlight, gesamter Flüge als Bombenziel bestätigt. Großflächiger Angriff. Alles abwerfen. Na los! Verstanden, Scarecrow. Genesis bestätigt. Noch 80 Kilometer. 6 Minuten. Unterwegs zum Ziel. Artlight 1-1, 1-2 und 1-3. Ziele lauten Romeo und Birdhouse. Artlight 2-1, 2-2 und 2-3. Ziele sind Cooper, Dixie und Tango. Flächenbombardierung, Gesamtabdeckung. Merrick, Daten suchen, die uns ein Bild von ihrem Fortschritt verschaffen. Und dann raus da. Es ist eine Fliegerstaffel unterwegs, die alles dem Erdboden gleich macht. Verstanden. Kick, hast du gehört? Arclight ist unterwegs. Die ganze Fabrik gibt es bald nicht mehr. Verstanden, sind dran. Das ist es. Daten suchen. Und zwar schnell. Sieht wie Fabrikationsdaten aus. Der Satellit trägt die Nummer 24. Wie viele gibt es? Hier sind verschlüsselte Daten. Offenbar Daten, Starts, Vorhersagen. Ich verstehe das nicht. Sind die schon gestartet? Wir haben hier draußen Aktivität, und zwar viel. Daten sichern und dann raus da, sofort! Weiter auf 3.
Eins, zwei, drei! Gibt uns weitere Anweisungen. Zeit, nach Hause zu gehen, Jungs. Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Die Föderation hat aus dem Wrack von Odin ein Raumwaffensystem zurückentwickelt. Wann ist es funktionstüchtig? Unklar. Die gebogenen Daten wurden zu NORAD geschickt. Der Minister will persönlich informiert werden. Keegan, ich schicke euch nach Colorado Springs. Alles klar. Wir treffen uns im Vegas-Versteck, morgen um 12 Uhr. J-Soc will das schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht blank ziehen müsst. Wir haben 6 Stunden, bis Keegan zurückkommt. Moment! Kommt dir was komisch vor? Überwachung aktiv. Los hier! Schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Wo ist Keegan? Ich erzähl dir einen verdammten Dreck. Ach? Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Nein! Du Hurensohn, ich werde dich... Sachte, Junior! Du bist erst später dran. Logan! Sieh mich an! Sieh mich an, Sohn! Ganz recht. Sieh ihn dir an. Genau. Zeig ihm, wie viel Schmerz er dir bereitet. Ist schon lustig, euer alter Herr, Jungs. Für seinen eigenen Arsch lässt er seine Männer sterben. Verdammt, Rob! Das ist zwischen dir und mir! Halt meine Jungs da raus! Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost.
Und das nur, weil ich besser als du bin. Ja! Ich war immer besser als du! Aber du... Du nennst dich Ghost? Ja! Du bist nichts. Du und deine Söhne, ihr seid tot. Dein Name stirbt mit dir. Wer hat noch Leben in sich? Was hat er dich beigebracht, nicht mit Waffen auf Menschen zu zählen? Sie könnte losgehen. Da! Ganz recht. Ein bisschen weiter. Hier hin. Komm schon. Brock, hör auf! Ziel auf. Daddy! Logan! Logan! Puh, du hast Feuer in dir, Kleiner. Das mag ich. Riskierst dein Leben für deinen Captain. Du könntest noch was von ihm lernen, Elias. Er ist mein Sohn. Tja, jetzt darf er dir beim Sterben zusehen. Nein! Nein! Dad! Ich bring dich um! Hörst du mich? Ich bring dich um, du Sohn! Ich bring dich um! Du Arschloch! Ich bin stolz auf dich, Logan. Alles kommt wieder in Ordnung. Oh, du hast recht, Elias. Ich bin kein Ghost. Ich bin der Mann, der sie jagt und sie auf die andere Seite schickt. Der Boss will den Jüngsten lebendig. Wir sind unterwegs. Komm so schnell wie möglich her. Okay, wir treffen uns in der Küche. Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen. Das ist unsere beste Chance hier raus. Psst. Lärm hinter der Tür. Machen wir es schnell. Gesichert. Wo ist Keegan? Er ist auf dem Weg. Das Funkgerät. Wir verschaffen uns einen Vorsprung vor ihnen. Wir haben uns wohl gehört. Sie schicken noch mehr Leute hierher. Bewegen uns zur Küche. Warum? Ich bin fast da. Sucht euch ein gutes Versteck. Eine Menge Typen sind unterwegs zu euch. Wie viele? Zu viele. Verdammt. Elender Hund. Komm schon, Merrick. Oh, Scheiße! Keegan! Wir brauchen ein Versteck. Scheiße! Hefimo, hier rein, schnell! Runter, runter! Mach den Funk leiser! Hey, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Unauffällig bleiben. Da werden noch mehr sein. Leise. Alle Mann hier. Ich vermisse ein paar meiner Freunde. Bringt sie zurück zu mir, tot oder lebendig, und ihr leistet einen großen Dienst für euer Land. Merrick, Ash, Logan. Okay, sie sind weg. Wenn ihr mich hört,
Viel Glück. Jetzt weiß ich, wo du bist, Arschloch. Nicht um sie herumkommen. Wartet, bis sie näher kommen. Okay, Kingen. Warte, wo ist Riley? Er ist ziemlich hektisch geworden. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wie weit denn noch? Nicht mehr weit. Halt dich einfach links, wir sind fast draußen. Logan! Logan! Alles okay? Lebst du, Merrick? Alles gut. Wir müssen weg, bevor die Helikopter wissen, wo wir sind. Wenn wir es zum Strip schaffen, bin ich ein paar Wochen unter Satz. Ganz sachte. Da sind wir in der Unterzahl. Riley! Los! Logan, kannst du ihn tragen?
Kontakt, 1 Uhr. Bitte geschossen. Ziele, 2 Uhr. Ghost getötet wird, legen wir seine Leiche mit dem Gesicht nach unten hin, den Kopf in Richtung seiner Heimat, seine Waffe neben ihm. Wir tun das, damit die Gefallenen, wenn sie auf die andere Seite gehen, über uns wachen können und nach dem Feind Ausschau halten. Dad war tot, nichts konnte daran etwas ändern. Aber Logan und ich, wir waren noch da. Die Föderation war noch da. Rogue war noch da. Dieser Krieg war nicht vorbei. Noch lange nicht. Leb wohl, Dad. Ich kann dich nicht ersetzen. Aber ich kann dich vertreten. USS Liberator, hier Phantom 2-2 beim letzten Anflug. Verstanden, Phantom 2-2. Sie haben Landeerlaubnis. Das Deck ist bereit. Merrick, wir müssen ihn kriegen. Ich will Rock. Negativ, Hash. Die Satelliten begeben sich in Position. Wenn sie online sind, kann die Föderation Ziele auf der ganzen Welt angreifen. Wie lautet der Plan? Wir riskieren alles. Auch unseren letzten Flugzeugträger. Wir steuern ihn direkt ins Herz des Föderationsgebiets. Wir greifen sie am Boden und in der Luft an. Alles oder nichts. Wenn der Angriff startet, brauchen wir ein Ghost-Team am Boden. Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Hash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehörte ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich passe auf ihn auf. Alle Einheiten, die Föderation ist in unseren Luftraum eingedrungen. Observation Mail. Starte Alarm. Wir müssen helfen, das Deck zu sichern und einen Transport zur Satellitenfarm finden. Wir werden geentert. Wiederhole. Alle Mann auf Position. Wir werden geentert. Wenn die Satelliten einsatzbereit sind, können sie uns jederzeit überall angreifen. Dann sind wir fällig. Wir müssen sie aufhalten und die Invasionstruppen absetzen. Ziele auf Deck! Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle auf Gefechtsstation. Aber auf den Kurs, Alarm für Operation!
ist der Osprey oben und einsatzbereit. Wir beladen ihn gerade. In 2 Minuten ist er in der Luft und bereit. Geh an die Zielerfassung. Wir müssen die Abwürfe steuern. Er kommt in spitzen Winkel zurück. Bereit machen für Zielmarkierung. Wir brauchen einen Transport zum Angriffstrupp auf die Satellitenfarm. Ja, Sir. Hubschrauber nähern sich. Sie werden aber erst in 10... Ich brauche diesen Transport. Alle Einheiten, aus dem Norden kommen Föderationsschlauchboote. Logan, rüber auf die Linksseite! Los, sie versuchen aufs Schiff zu kommen! Schlauchboote ausschalten! Schiff geladen, Aufschrei bereit zum Abheben. Ziele klettern die Schiffseite hoch! Osprey ist 1 Minute weg. Achtung, mindestens 10 feindliche Wassereinheiten nähern sich der Carolina von Osten. Los! Der Turm stürzt!
Los zum Eli! Komm schon, Logan! Los doch, los doch! Das muss von den Föderationssatelliten kommen. Die haben das Scheißding aktiviert. Wir haben nur eine Chance. Schließen wir uns dem Angriff an und schalten die Satellitenfarm aus. Sonst ist der Krieg vorbei. Wir schlagen an zwei Stellen gleichzeitig zu. Ein Angriffstrupp ist gestartet. Das Ziel ist eine Föderationsraumstation. Sie dringen in die Station ein und übernehmen ihre Orbitalwaffen. Damit sie sich überhaupt nähern können, müssen wir das Frühwarnsystem der Station am Boden zerstören. Hash, du führst ein Team an, übernimmst die Kommandozentrale und feuerst eine Rakete auf ihre Satellitenfarm. Rock könnte im Gebiet sein, aber das hier hat Priorität. Ein gepanzertes Bataillon dringt durch die Verteidigung vor. Rechnet mit dem härtesten Widerstand im ganzen Krieg. Habt ihr Erfolg, haben unsere Streitkräfte im All eine echte Chance. Fallschirme bereit! Panzer bereit! Gebiet für Abwurf freimachen! Alle Panzercrews bereit machen. Ankunft in 2 Minuten. Kommando, Treffen auf schwere Luftabwehr. 0,5 Kilometer von der Abwurfzone. Nicht vom Kurs abweichen. Diese Panzer müssen vor Ort sein. Kommando, Ende. Wir haben grünes Licht. Alle Systeme hochfahren. Verstanden. Patcher 2 bereit. Waffensysteme fahren hoch. GPS funktionsfähig. Panzer ist bereit. Verdammt! Achtung, mehrere Ziele nähern sich. Ah, mein Bein! Einen hat's erwischt! Ah, öffne Frachtraumtüren! Frachtraum in einem Schiff! Niemand, ich brauch Hilfe! Festhalten, entkoppeln den Panzer! Bereit machen zum Angriff. Wir haben Sichtkontakt, Bravo. Willkommen auf der Party.
4. Bataillon und dann direkt zu Echo 3-2. Primärziel unterwegs in Foxtrot 9. Ghost Team ist unterwegs. Wiederhole. Ghosts unterwegs. Starteinrichtung voraus. Wir sichern den Kontrollraum und starten die Föderationsrakete auf das Ziel. Hash, Merrick hier. Wir haben Bestätigung, dass Rock in der Einrichtung ist. Aber die Rakete muss vorher gestartet werden. Auf dein Zeichen. Kommando, Startzentrale gesichert. Merrick, Flugbahn aktualisiert. Bereiten Start vor. Achtung, zahlreiche V-75 Mantis-Geschütze im Gebiet. Verstanden, Badger macht den Weg frei. Kommando Ende. Starten wir das Ding. Hier fertig. Wir nicht. Bastard. Schach in 3-1. Nähern uns dem Frachtraum. Roger. Thank you.
Rakete ist unterwegs. Alles konzentriert sich auf das Primärziel. Die Vorhut der B-Kompanie kriegt Luftunterstützung bei der Satellitenfahrt. Die Luftabwehr wird alles vom Himmel holen. Auch unsere Rakete. Unsere Panzer müssen diese Geschütze ausschalten. Kommando, wir brauchen Luftunterstützung an der Brücke! Verstanden. A10 sind unterwegs. Bewegung, Badger 1. Die Brücke ist frei. Ziele von der Zentralluke!
müssen. Wir können nicht stoppen. Bewegung! Ziele! 12 Uhr! Hoch! Achtung, Icarus! Haben die Trägerflotte verloren. Lagebericht. Sind beim Kontrollraum. Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. Kontakt 1 Uhr! Platziert. Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier. Sicher! Übernimm die Steuerkonsole. Achtung, Merrick. Haben Kontrolle über die Station. Verstanden, Icarus. Übermitteln feindliche Position. Zeigt es ihnen. Okay. Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschuss einleiten. Alle Stäbe unterwegs. Stelle Verbindung zur Zieldrohne her. Einsatzbereich. Oh Mann. Icarus, Feuer auf schwer gepanzerte Bataillone konzentrieren. Zielerfassung online. Feuern, wenn bereit. Himmel, was haben Sie gespürt? Icarus, Ghosts sind auf dem Zug Richtung Südwest, der durch Ihr Zielgebiet kommt. Feuer einstellen. Wiederhole, Verbündete auf dem Zug. Icarus, übertrage Panzerkolonne der Föderation. Vorsicht, sie sind genau über euch. Gute Arbeit, Icarus. Die Panzer wurden neutralisiert. Bodeneinheiten werden flankiert. Besteht Sichtkontakt? Sichtkontakt bestätigt. Ziel wird erfasst. Gute Arbeit, Icarus. Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie. Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt. Vorherigen Befehl ignorieren. Den Zug erfassen und feuern. Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug. Der Befehl kommt von den Ghosts. Bestätigt. Wiederhole. Bestätigt. Auf den Zug feuern. Thompson, feuern, wenn bereit. Dad hat uns viel beigebracht. Doch eine Lektion war besonders. Gute Männer definieren sich über ihre Entscheidungen. Logan und ich haben ein Versprechen gegeben. Den gefallenen Ghosts und Dad. Wir würden Rock schnappen und ihn aufhalten. Um jeden Preis. Du bist erledigt, Rock. Beenden wir es.
Klaus scheint Kontrolle über die Stäbe zu haben. Bleibt nur noch Rock. Na los! Rock muss vorne im Zug sein. Gehen wir! Verloren, Rock. Es ist vorbei. Schachmatt. Schachmatt bestätigt. Was? Was war das? Was hast du getan? Game over, Rock. Es ist vorbei.
hast ihn erwischt, Logan. Du hast es geschafft. Merrick, kommen. Merrick, hörst du mich? Hash! Hash, bist du das? Ja, ich bin bei Logan. Wir sind okay. Und Rock? Tot. Er ist tot. Verstanden. Die Föderation zieht sich zurück. Es wird jetzt und hier noch beendet. Halt durch. Sie holen dich ab. Du hast einen großartigen Ghost abgegeben. Aber das wird nicht passieren. Es wird keine Ghosts mehr geben. Wir werden sie zusammen vernichten.